Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Joomla 3.7 Tutorialreihe. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Language Overrides oder heute halt zu Deutsch Sprach-Overrides. Was können die? Ganz einfach, wer mit der Ausgabe von Joomla oder eventuell einer Erweiterung nicht zufrieden ist, kann heute halt einzelne Wörter oder Wortgruppen über diese Overrides neu definieren. Am besten ist, jetzt sage ich mal, um was genau geht. Ich habe hier die Seite geöffnet, wo wir das letzte Mal den OSG Seminar Manager installiert haben. Und da geht es ja um Kurse. Und ich habe gesagt, für die Leute, die Events veranstalten oder Veranstaltungen planen und heute halt so veröffentlichen wollen, ist das gar kein Problem. Das kann man alles im Nachhinein noch anpassen bzw ändern. Ich gehe mal hier auf einen bestimmten Kurs. Wir haben hier den Fotografie Basics. Das ist zwar jetzt der Kurs, aber nehmen wir an, wir haben eine Veranstaltung oder ein Event und dann passt natürlich die Bezeichnung Kursnummer nicht dazu. Alles, was fett gedruckt ist, gibt quasi der OSG Seminar Manager vor. Alles, was dünn ist oder in einer normalen Schrift ist, das haben ja wir quasi definiert. Eben das Datum, Anfang, Ende, die Kursnummer und so weiter, der Preis, das haben ja alles wir definiert. Aber das Fettgedruckte, das definiert heute halt der OSG Seminar Manager selbst. Und wir wollen zum Beispiel hier das Wort Kurs verbannen bzw. hier diesen Kurs buchen, da müssen wir uns auch was anderes einfallen lassen. Und das werden wir heute machen. Bin natürlich schon im Kontrollzentrum angemeldet. Um ein Override zu erstellen, gehen wir auf Erweiterungen und Sprachen, dann auf Overrides. Wir klicken da mal drauf und dann müssen wir natürlich schon mal sagen, wofür wir das Override erstellen wollen. Es gibt ja mehrere Sprachen jetzt auf diesem System installiert, nämlich Deutsch und Englisch. Und dann gibt es wiederum eine Unterteilung für den Administratorbereich und das Frontend. Also Frontend und Backend wird dann nochmal unterschieden. Darum haben wir hier German Site, also das Frontend, German Administrator, quasi das Backend und genau dasselbe nochmal für die englische Sprache, eben Frontend und Backend. Wir wollen natürlich im Frontend was ändern, darum gehen wir auf German.de Site, klicken hier oben auf Neu und dann haben wir hier schon die Möglichkeit, ein neues Override zu erstellen. Da ist schon mal eingetragen, welche Sprache es geht, um welchen Bereich, Frontend oder Backend, da steht halt Zeit drinnen. Ihr seht, die sind ausgegraut, das können wir nicht selbst definieren. Und darunter müssen wir einen Schlüssel eingeben oder eintragen lassen, den Text, beziehungsweise ich nenne das gerne Wert, und in welcher Datei das gespeichert ist. Auf der rechten Seite, das ist das, was uns jetzt momentan ein bisschen mehr interessiert, haben wir die Möglichkeit, nach etwas zu suchen. In der ersten Zeile und in der zweiten Zeile können wir definieren, wo wir danach suchen. Eben im Inhalt oder ob wir einen Schlüssel suchen oder be besser gesagt, was wir suchen. Ein Inhalt oder ein Schlüssel. Was ein Schlüssel ist, das werde ich euch gleich zeigen. Das steht nämlich dann noch hier herüben drinnen bei Sprachschlüssel. So, wir gehen ins Frontend, kopieren uns mit STRG C Kursnummer raus, fügen Kursnummer hier ein und sagen, im Inhalt danach suchen. Da bekommen wir jetzt zwei Schlüssel angezeigt, nämlich Com, Seminamen, Kurscode und ComSeminamen, E-Mail, Sales, Prospect, Body. Wir schauen uns einmal den zweiten an, weil ich weiß ganz genau, dass der Richtige wäre dieser hier. Ihr seht hier schon, da steht jede Menge Text drinnen. Einmal anklicken, ich ziehe mal das Fenster ein bisschen größer. Und im Schlüssel ist es ja schon erkennbar, dass es sich hierbei um eine E-Mail handelt. Und wenn man da reinguckt, ist es quasi die Bestätigungs- oder Benachrichtigungs-E-Mail an den Veranstaltungsleiter oder an den Administrator der Webseite, dass sich eine Folge, dass sich eine Person auf die Interessentenliste eingetragen hat. Also das ist nicht der Wert, den wir jetzt suchen. Dann schauen wir uns den nächsten Wert an. Wir klicken mal auf einen anderen Schlüssel. Hier haben wir den Schlüssel jetzt eingetragen, so schaut er aus. Das ist nämlich dasselbe, den wir auch hier sehen. Und darunter haben wir den Wert Kurs minus Nummer Punkt. Und das wollen wir jetzt einmal austauschen, dass wir hier reinschreiben Event und dann speichern wir das Ganze mal ab, speichern und schließen. Dann müssen wir natürlich das Frontend refreshen und schon haben wir hier zum Beispiel Event Nummer drin stehen. Dann wollen wir natürlich auch noch hier diesen Button zum Beispiel neu definieren. Dann tragen wir, suchen wir wieder noch einen Inhalt in der deutschen Frontend-Datei quasi. Diesen Kurs buchen. Wir suchen danach und haben einen Schlüssel zur Auswahl. Den klicken wir an und da steht drinnen diesen Kurs buchen. Das dann mal ebenfalls austauschen auf dieses Event buchen. Sagen wieder speichern und schließen. Und wann wir jetzt da das Ganze refreshen, steht auch hier bei diesem Button dieses Event buchen drin. So. Und das kann man natürlich mit alle anderen quasi Schlüsseln ebenfalls genauso machen wie jetzt halt hier mit der Kursnummer bzw. diesen Kurs buchen, dass man das ummodelt auf Event oder Veranstaltung, je nachdem, was euch heute halt am besten gefällt. Wenn euch zum Beispiel Ordnet gefällt, sondern ihr da gerne hättet Veranstaltungsort, dann könnt es das ebenfalls austauschen und so weiter. Gut. Falls irgendwann einmal irgendwo was geändert wird, wo ich sage, okay, das war jetzt ein Fehler, weil es zum Beispiel irgendwo anders ebenfalls mitgeändert worden ist, wo ich es gar nicht möchte, dann geht man nochmal zurück, sagt hier heute halt abbrechen und dann sagt man, diese beiden Schlüssel, die sind mir leider falsch gewesen, die da man jetzt löschen und dann, wenn ich das Frontend refreshe, dann steht wieder das drin, was original drin steht, nämlich Kursnummer und diesen Kurs buchen, wenn es irgendwelche Probleme, Fragen, Anregungen zu dem Thema gibt, seid nicht schüchtern, postet es unten in die Kommentare. Ich werde so rasch als möglich darauf antworten. So und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bzw. weitergeholfen. Und wenn dem so sei, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja, wie es funktioniert: nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen für Erfolg beim Erstellen eurer Homepage und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao!